Mein Name ist Lara Adloff und in diesem Video zeige ich dir, wie du mit 9 einfachen Übungen deinen Rücken ganzheitlich trainieren kannst. Wir stärken nicht nur unsere Rückenmuskulatur, sondern auch alle Muskelbereiche, die für einen gesunden Rücken wichtig sind. Beispielsweise die Brust-, Bauch- und Gesäßmuskulatur, aber auch die Faszien und den Hüftbeuger, der oftmals durch zu langes Sitzen verkürzt ist. Verspannungen entstehen oftmals durch muskuläre Dysbalancen, also wenn ein Ungleichgewicht zwischen gegenüberliegenden Muskelgruppen besteht. Für die Übungen brauchst du nichts weiteres als eine Yogamatte und einen Stuhl. Du kannst sie also problemlos von zu Hause durchführen. Wir beginnen mit einer Aufwärmübung, um den Körper ein bisschen in Schwung zu bringen und die Wirbelsäule zu mobilisieren. Stelle dich dafür hüftbreit auf und strecke deine Arme zusammen nach oben, strecke dich ganz lang und atme tief in den Bauch ein. Beim Ausatmen nimm deine Arme langsam wieder nach unten, beuge deine Knie und schwinge nun deinen Körper zu beiden Seiten. Lasse deine Arme dabei ganz locker und du kannst die Schwingungen immer größer werden lassen. Und auch deine Füße und Beine dazu mitnehmen, damit die Knie nicht blockieren. Und lass dich am Ende dann langsam auspendeln. Lege dich für die zweite Übung mit dem Rücken auf deine Unterlage und stelle deine Füße etwa hüftbreit hinter deinem Gesäß auf. Deine Arme sind lang gestreckt neben deinem Oberkörper und die Handflächen liegen auf der Matte auf. Mit der Übung trainieren wir sowohl die Gesäß- und Beinmuskulatur als auch die Bauch- und Rückenmuskulatur. Zur Ausführung hebe langsam dein Gesäß vom Boden ab, roll dich quasi Wirbel für Wirbel nach oben und halte dann die Position für einen Moment. Achte darauf, dass du entspannt weiteratmest und lege dann dein Gesäß langsam wieder auf den Boden. Roll dich dafür Wirbel für Wirbel nach unten. Die nächste Übung ist quasi eine Ergänzung der vorherigen Übung und du kannst in der gleichen Ausgangsposition starten. Drücke nun wieder dein Gesäß langsam nach oben und rolle dich Wirbel für Wirbel nach oben. Wenn du in der geraden Linie angekommen bist, kannst du nun dein linkes Bein ausstrecken, sodass die Linie nochmals verlängert wird. Halte die Position für ungefähr 10 Sekunden und achte auch hier wieder auf eine gleichmäßige Atmung. Setze dein Bein wieder ab und strecke nun das rechte Bein einmal aus. Achte darauf, dass dein Bauch angespannt ist, aber du trotzdem gleichmäßig weiter ab. Setze dein Bein wieder ab und rolle dich langsam Wirbel für Wirbel wieder auf den Boden. Die nächste Übung wird in Bauchlage durchgeführt und trainiert vor allen Dingen die obere Muskulatur deines Rückens. Lege dich in Bauchlage und bringe dein Gesicht nach unten zur Matte. Strecke jetzt deine Hände nach vorne aus und hebe langsam deine Arme nach oben, also deinen Oberkörper etwas von der Unterlage ab. Deine Füße kannst du aufstellen. Und bringe jetzt deine Arme nach hinten, sodass sie quasi ein U bilden. Also die Arme sind im rechten Winkel und in etwa auf Schulterhöhe. Strecke die Arme wieder nach vorne lang aus. Und ziehe dich nach hinten und hebe deinen Oberkörper etwas von der Unterlage ab. Wiederhole das Ganze ungefähr 10-mal. Arme strecken und nach hinten ziehen. Nochmal strecken
und nach hinten. Und achte natürlich auch hier wieder, dass du während der Übung gleichmäßig weiteratmest. Du kannst beispielsweise beim Ausstrecken ausatmen und beim nach hinten ziehen einatmen. Lege dich dann wieder auf deine Matte ab und ruhe gerne noch ein wenig in der Bauchlage. Die nächste Übung ist der Katzenbuckel oder auch bekannt als Katze-Kuh. Komm dazu in den Vierfüßlerstand auf deine Matte und platziere deine Hände ungefähr unter den Schultergelenken und deine Knie sind unter den Hüften. Der Rücken bildet eine gerade Linie und wenn du Probleme mit deinen Handgelenken hast, dann kannst du die Hände etwas nach außen drehen. Drücke ich dich nun Wirbel für Wirbel in einen richtig schönen Katzenbuckel. Auch der Kopf senkt sich nach unten und bleibe dort für ungefähr 5 Sekunden. Komm nun langsam in die Gegenbewegung. Der Blick geht nach oben. Und auch hier für etwa 5 Sekunden halten. Komm nun langsam in die Ausgangsposition zurück. Und von dort wieder in den Katzenbuckel. Wieder Wechsel, Blick geht nach oben und die Wirbelsäule drückt sich etwas nach unten durch, Richtung Boden. Und nochmal ein letztes Mal einen schönen Katzenbuckel machen. Und noch einmal in die Gegenbewegung. Wir machen eine weitere Variation der Brücke und du kannst daher in der gleichen Ausgangsposition bleiben. Beine sind angestellt und die Arme neben dem Körper. Drücke dich jetzt wieder Wirbel für Wirbel nach oben in die Brücke und in der Variation kannst du jetzt dein Becken abwechselnd etwas nach unten absenken lassen. Erst das linke Becken, also die Hüfte und dann die rechte Hüfte. Du hast also immer so eine kleine Drehbewegung drin und achte darauf, dass nicht das gesamte Becken, die gesamte Hüfte nach unten absenkt, sondern du wirklich in der Brücke oben bleibst und noch zusätzlich die Drehung hast. Wiederhole das einige Male, wie es für dich angenehm ist. Und dann senke dich langsam Wirbel für Wirbel wieder nach unten auf den Boden. Die nächste Übung ist der Flieger. Mit der Übung stärken wir besonders unseren oberen Rücken und unseren Schulterbereich. Stelle dich hüftbreit auf und gehe leicht in die Knie. Hebe deine Arme mit den Handflächen nach unten in etwa auf Schulterhöhe an. Und beuge nun deinen gesamten Oberkörper nach vorne, sodass dein Rücken eine gerade Linie bildet. Halte die Position für ungefähr 5 Sekunden. Nimm deine Arme zusammen und rolle dich nun Wirbel für Wirbel nach oben auf in die Ausgangsposition.
Die seitliche Brücke trainiert deine seitlichen Oberkörpermuskeln und auch die schrägen Oberkörpermuskeln und ist super auch für die Stabilisierung der Wirbelsäule. Leg dich auf deine rechte Seite und stütze dich auf deinem rechten Unterarm ab. Der Unterarm und der Oberarm sind in etwa in einem rechten Winkel. Die Beine sind parallel übereinander und der linke Arm geht an deine linke Hüfte. Drücke dich nun nach oben in die Brücke und halte die Position für ungefähr 3 Sekunden und senke dich langsam wieder ab. Und nochmal nach oben drücken, wieder auf eine fließende Atmung achten und nochmal nach unten. Wiederhole die Übung für den Anfang etwa 3-mal. Nochmal nach oben. Und wechsle dann die Seiten. Leg dich also auf deine linke Seite, stütz dich auf den linken Unterarm. Rechte Hand geht an die Hüfte und drücke dich nach oben. Kurz halten und wieder absenken. Nochmal nach oben drücken. Und ein letztes Mal. Und wieder absenken. Mit der letzten Übung dehnst du deinen Hüftbeuger, der besonders durch langes Sitzen häufig verkürzt. Und das wiederum führt in vielen Fällen zu Schmerzen im Lendenwirbelbereich. Für die Übung brauchst du einen Stuhl und stell dich am Anfang in etwa 1 Meter Abstand vor dem Stuhl hin und setze nun dein linkes Bein auf dem Stuhl ab und verschränke deine Arme hinter dem Kopf. Jetzt verlagerst du dein Gewicht auf das linke Bein nach vorne, sodass du eine Dehnung im rechten Bein spürst. Also vorne im rechten Hüftbereich solltest du eine Dehnung spüren und du kannst hier schauen, was für dich die angenehme Dehnung ist. Also wie weit du in die Dehnung reingehst. Halte die Position ungefähr für 10 Sekunden und dann wechsle die Seite. Rechtes Bein steht auf dem Stuhl, Hände verschränkt hinter dem Kopf und das Gewicht verlagert sich nach vorne auf das rechte Bein. Du kannst hier auch schauen, wenn du den Oberkörper etwas nach hinten bringst, dann verstärkst du die Dehnung. Und auch die Seite wieder lösen. Super, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Wenn du möchtest, kannst du nach diesem Rückentraining auch noch etwas länger auf der Matte liegen bleiben, dich entspannen oder dehnen. Das mache ich sehr gerne, um meinen Körper nochmal bewusst wahrzunehmen und die Übung auf mich wirken zu lassen. Führe diese Übungen mindestens 2-mal die Woche aus, um so auf Dauer beschwerdefrei zu bleiben. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst. Besuche auch gerne unsere Webseite. Dort findest du spannende Blogartikel, Infografiken und kostenlose E-Books für deinen gesunden Arbeitstag. Lasse mich auch gerne in den Kommentaren wissen, welche Übung dir am besten gefallen hat oder mit welcher Übung du vielleicht auch noch deine Schwierigkeiten hast. Bis zum nächsten Video. Tschüss, mach's gut.